Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Heute ein Latest Pickup-Video, auf welches ich mich wirklich sehr, sehr freue, euch zu zeigen, weil ich habe etwas bekommen, etwas geschenkt bekommen, was man so nicht kaufen kann. Und irgendwie hat dieses Produkt oder diese zwei Pieces haben irgendwie mehr Wert für mich als alles andere, was ich hier gekauft habe bzw. mitgenommen habe aus Berlin. Und die werde ich euch gleich zeigen. Das Besondere an den Pieces ist, an den zwei Teilen, man kann es nicht kaufen. Und ich habe es geschenkt bekommen, es ist nagelneu. Und das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen, werde aber gleich dazu kommen. Und das ganze Latest Pickup-Video, ja, es ist eigentlich die Ausbeute aus dem Berliner Vlog. Ihr wisst ja, im Twitch-Livestream habe ich euch ja versprochen gehabt oder beziehungsweise gesagt gehabt, dass ich eigentlich einen YouTube-Vlog dazu drehen werde. Ich sage euch ehrlich, ich war hier in der Wohnung, bevor wir losgefahren sind, und habe sogar eine Anmoderation gemacht für das Video, dass wir nach Berlin gehen und so mit dem Auto. Wir sind eine Truppe, wir waren, glaube ich, teilweise zu siebt unterwegs. In Berlin war echt eine sehr entspannte Runde dort. Aber durch die aktuelle Situation, durch Corona-Maßnahmen und man kann nur mit geimpft hier rein und hier dürfen nur so viele Leute rein, habe ich mir irgendwann mal gedacht, ey, das ist einfach zu anstrengend. Das dort so zu filmen, ist einfach zu an mit Maske noch. Und dann habe ich gedacht, ey, ich nehme einfach die Pieces mit nach Hause und mache einfach entspannt ein Latest Pickup-Video, so wie man das von mir kennt. So, ich würde sagen, wir fangen mit den ersten Pieces an. Ne, noch eine Sache. Bipolar Disorder T-Shirt, was ich gerade anhabe, gibt es noch. Ich glaube, höchstens 25 T-Shirts habe ich noch auf Lager. Ist aus dem Black Friday Drop. Wer also Bock hat, noch etwas zu koppen, ich werde noch die zwei Pieces hier einblenden. Einmal hier das T-Shirt und natürlich einmal den Bipolar Disorder Hoodie. Ich habe hier eine Größe L an, auf locker, entspannt. Und ich finde, der Print ist mega gelungen. Ich habe übrigens noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, euch auf YouTube den ganzen Stuff zu zeigen, weil letzte Woche habe ich gar nicht gepackt, ein Video zu drehen. Und jetzt ist Black Friday, glaube ich, auch schon 1,5 Wochen her. Also von dem her, wenn ihr noch Bock habt, irgendwas zu koppen, ein nices T-Shirt mit einem nicen Fit, Qualität, Druck und so, brauche ich ja gar nicht sagen. Ihr wisst Bescheid. Unten alles verlinkt. Ja, Repute Vision. So, Friends, ich habe etwas bekommen von Joel aus Berlin. Er hat sich ja einen neuen Laden aufgemacht in Berlin, wie ihr wahrscheinlich wisst. Dort war ja auch das Event, Store Opening, darum waren wir alle in Berlin gewesen. Und ja, ich habe dann so eine Brille angeschaut und die habe ich mir dann am Ende des Tages dann auch gekauft. Die werde ich euch gleich zeigen. Die hat's, die hat mir einfach gefallen. Der Preis hat nicht so geschmeckt. Ich muss euch sagen, der Preis hat nicht so geschmeckt. Aber als mir dann Joel etwas geschenkt hat, was für mich so für die Wohnung, ihr wisst, ich habe mir eine Wohnung geholt, ne, das ist die neue Wohnung, in der wir gerade sind, habe ich mir gedacht, ey, so korrekt, ne? Und er schenkt mir das einfach und dann hat er mir einfach zwei Pieces geschenkt, weil ich habe ja schon die ein oder andere Cartier-Brille bei ihm gekauft gehabt und das hat für mich einfach, ihr glaubt es nicht, ne? Ich habe mich wie ein kleines Kind darüber gefreut, weil das Besondere an den Teilen hier ist, du kannst das bei Cartier nicht kaufen. Du kannst es auch bei Grailed nicht kaufen, du kannst es bei Google suchen. Du wirst das vermutlich nirgendwo kaufen können und ich habe mich übertrieben darüber gefreut, ne? Ihr wisst ja, ich habe zwei übertrieben wilde, krasse Cartier-Brillen. Ich werde mal vielleicht kurz eine Einblendung hier reinmachen, wie ich die Brillen hier so aufgestellt habe auf diesen Dingern. Und das hat für mich einfach irgendwie so einen emotionalen Wert. Es ist, glaube ich, nicht teuer, ne? Was wird das Ding kosten hier vielleicht? Keine Ahnung, egal wie viel, aber einfach dadurch, dass man es nicht kaufen kann und Joel mir einfach zwei Stück davon geschenkt hat, bin ich einfach übertrieben mega, mega happy und ich danke Joel natürlich auch sehr, sehr dafür. Hier ist das zweite, ein kleineres, da kannst du quasi deine Brille so halt eben, ja, hinlegen. Es ist natürlich eigentlich so für Schaufenster gedacht, ne, Cartier Store und dann kann man da irgendwie Brillen aushändigen oder auch drauflegen. Aber für mich ist es irgendwie für meine Roomtour später, kann es sein, dass dir wahrscheinlich eins dieser oder beziehungsweise zwei dieser Teile hier in meiner Roomtour sehen werdet, wie ich die Cartier-Brillen dort aufgestellt habe. Ob ich die dort immer liegen lassen werde, weiß ich nicht, weil theoretisch verstauben die Brillen ja eigentlich. Eigentlich ja nicht so cool, ne? Aber dennoch, danke dir auf jeden Fall, Joel, hier für diese zwei Cartier-Brillenständer oder wie man das auch nennt. Mir sogar noch eine Option gegeben, ob ich eventuell ein so ein Teil habe. Das war dann so ein Turm, wo quasi drei so Ständer waren. Aber das war ein bisschen gebraucht und dann dachte ich mir, nee, ich will es lieber nagelneu und lieber so ein bisschen exklusiver, so eine Brille auf so ein Teil. Und ey, ohne Spaß, ne? Ich freue mich über diese zwei Teile viel mehr als über die anderen zwei Teile, die ich mir dann tatsächlich so, ja, gewissermaßen gekauft habe. Gewissermaßen, ich werde gleich dazu kommen.
damit ihr versteht, was ich gerade gemeint habe. So, kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar habt ihr ja wahrscheinlich in meinen Stories gesehen, dass ich die Brille anhatte. Ich kann vielleicht die Brille mal ganz kurz hier zeigen in meiner Story. Ich werde das Video hier einblenden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir die Brille noch nicht gekauft gehabt. Das ist die Balenciaga, sofern ich weiß, heißt diese Brille. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Sie heißt Balenciaga BB0100S LED Frame. Also, es ist eine LED-Brille, sehr ungewöhnlich eigentlich und eigentlich ja voll, kann man sagen, Schwachsinn, aber ich fand das voll krass. Ich hab die voll gefeiert, ich habe die angezogen, dieses Leuchtende, hab mich einfach, ich habe es einfach gefühlt. Ne? Übrigens, wie das Ganze hier abläuft, da ist ein kleines Ladegerät mit USB. Du ladest die Brille quasi auf mit so einem Stecker. Der Akku hält circa 4 Stunden. Nicht wirklich sehr starke Akkuleistung, muss ich sagen. Aber ey, wenn du die Brille auf hast, ne, und so, wenn sie leuchtet abends, abends Sonnenbrille, ja, es geht ja hier nicht immer nur, ne, um Sonnenstrahlen. Man trägt die Brille ja auch ein bisschen für den Flex, muss mir auch ehrlich zugeben. Und ich habe die so gefühlt. By the way, ganz wichtige Info bezüglich dieser Brille. Diese Brille ist, sofern ich das verstanden habe, limitiert, ich glaube, weltweit 250 Stück. Oder europaweit, ich weiß nicht genau, falls ich mich da jetzt irgendwie hier verplapper oder nicht genau Bescheid weiß, ihr wisst Bescheid, die Brille ist auf jeden Fall limitiert, ob sie weltweit 250 Mal nur gibt oder halt eben, ja, europaweit weiß ich nicht, aber so sieht die nämlich aus. Und jetzt ist der Akku leer. Okay, Freunde, jetzt einfach der Akku leer. Das meinte ich gerade eben mit diesen 4 Stunden. Vorführeffekt kickt auf jeden Fall rein. Ich werde das Video jetzt aber auf jeden Fall so weitermachen. Ich werde euch gleich so eine Einblendung reinhauen, wie das Ganze leuchtet. Und das sieht einfach fresh aus. Ne? Die Brille, ich feiere die einfach des Todes. Ja, was hat die Brille gekostet? Ihr müsst euch echt festhalten, ne? Ihr dürft mal gerne, bevor ich den Preis sage, unten in den Comments mal raten, was so eine Brille kostet. Ist komplett aus Kunststoff, also Acetat, ne? Die ist schon dick und so, ne? Klar, die hat hier Akku, damit die hier leuchtet und so. Aber ich muss schon sagen, der Preis... Normal bin ich ja jemand, wenn mir etwas gefällt und ich möchte es haben, dann diskutiere ich vielleicht 5 Minuten über den Preis und dann sage ich, scheiß drauf, ich kaufe das, ne? Aber bei der hier, da bin ich, glaube ich, 2 Stunden gesessen. Da bin ich 2 Stunden gesessen und wusste nicht, ob ich überhaupt eine kaufe. Und nachdem Joel mir dann das hier geschenkt hatte, dann dachte ich mir, okay, das war so korrekt, jetzt, das wäre jetzt unehrenhaft von mir, wenn ich die Brille jetzt nicht kaufe auf Supportbasis. Aber Joel hat mir nochmal einen guten Preis gemacht. Ne? Ihr wisst ja, wer also etwas sparen möchte bei Brillen, Cartiers oder sonst irgendwas. Ihr wisst ja, ich habe bis jetzt eigentlich fast alle Brillen bei Joel gekauft. Der darf sich natürlich mit dem ILIA10 Rabattcode unten bedienen. Ich bekomme da kein Geld dazu, ist einfach nur für euch, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, so viel zu der Balenciaga Brille, Freunde. Und ich habe jetzt noch ein Piece, ich habe das gar nicht gezeigt. Ich habe es noch gar nicht gezeigt, ich habe das aber bestimmt schon seit einer Woche hier und ich habe es noch nicht einmal richtig gezeigt und ich dachte mir, das behalte ich auf jeden Fall für euch auf YouTube natürlich und ich werde natürlich auch damit einen Feedpost auf Instagram online stellen. Und übrigens, Feedpost auf Instagram. Wer Bock hat, darf natürlich gerne jetzt auf Instagram gehen. Ich habe meinen ganzen Feed komplett archiviert, offline genommen und ich poste gerade immer jede Woche oder jede zweite Woche einen neuen Feedpost, weil ich habe jetzt nämlich einen neuen Fotografen und wir wollen da jetzt so eine kleine neue, wie sagt man, eine kleine andere Richtung wollen wir gehen mit den Fotos und ja, macht auf jeden Fall Bock, checkt es auf jeden Fall ab und mit der Jacke wird auf jeden Fall, oh, jetzt habe ich es verraten. Mit der Jacke, genau. Ich habe euch erzählt gehabt, ich war in Berlin gewesen und habe natürlich meinen Homie Flair besucht. Und ja, wir haben ein bisschen gequatscht über Mode. Ich habe ihm eine Yeezy Gap Jacke besorgt. Das war diese, ne, im letzten Video habt ihr sie gesehen. Die ich da anhatte, war quasi die ich jetzt Flair besorgt habe. Grüße gehen nochmal raus an Mette, mein Homie, der sich einfach mal, ich glaube, 5 oder 6 Yeezy Gap Jacken bestellt hat und mir nochmal die Option gegeben hat, quasi ja, die XL zu einer L zu tauschen. Und Flizzy wollte unbedingt, halt auch, hat die gefeiert, ne? Und dann haben wir halt einfach gesagt, ey, komm, lass uns für Flizzy einfach die XL besorgen. Und dann bin ich nach Berlin, als ich eh dort war, habe ich ihn angerufen, ob er gerade da ist. Und da habe ich ihm quasi, ja, die Yeezy Gap Jacke in Blau gegeben. Und ja, dann hat er irgendwie gemeint so, ja, Moment mal kurz, ich gehe mal kurz hoch, ich schau mal, was ich so für dich habe. Weil wir hatten da irgendwie schon 2 Wochen davor, hatten wir über WhatsApp schon geredet gehabt, so über ein gewisses Produkt, über eine Jacke, die ich extrem gefühlt habe. Und ich sage euch ehrlich, mir wäre es das nicht wert, so viel Geld zu bezahlen. Das Produkt kostet, glaube ich, oder die Jacke kostet bei Prada offiziell, boah, muss man sich echt festhalten, Alter, muss man sich echt festhalten. Ich glaube 4.600 Euro.
also knappe 5 Racks kostet die Jacke. Und Flizzy meinte dann so, ja, probier mal so. Und ich habe sie einfach anprobiert. Die ist mir ein bisschen zu groß, okay? Die ist mir ein bisschen zu groß. Aber ich habe übrigens auch ein YouTube-Video gesehen von Unknown Vlogs, wo jemand dieselbe Jacke anhat in Pink. Und ihm war sie halt auch viel zu groß. Und irgendwie dachte ich mir dann so, ey, dieser Look ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn die Jacke so ein bisschen oversized fittet. Weil ich bin eh so dafür bekannt, dass ich meine Pieces so ein bisschen lockerer trage, ne? Und ja, na, Flair gesagt, ja, jetzt nimm sie halt mal so. Ich so, jetzt echt? Ja, und dann haben wir später, dann irgendwie ein paar Tage später über den Preis geredet und er hat mir dann einen guten Preis gemacht. So, und ich habe die Jacke quasi jetzt von Flizzy ja, abgekauft für einen wirklich ohne Spaß. Ne? Ich habe sie nicht geschenkt bekommen, aber ich habe jetzt auch nicht annähernd den Preis bezahlt, den sie eigentlich wert ist. Und ich habe jetzt quasi hier ja die Prada-Jacke, die ja, Drake eigentlich so meistens gerockt hat, also viele haben die Jacke irgendwie an, aber ich fühle die Jacke extrem, ne? Einfach Vollleder, Prada-Jacke, oh shit, die ist schon sehr, sehr stark, ne? Ihr dürft mal gerne in die Comments unten reinschreiben, wie ihr die findet. So ein bisschen glossy, ne? Ich weiß, die ist ein bisschen weiter an mir. Ich hätte ruhig eine Size oder zwei Sizes vielleicht down gehen können, aber ich sage euch ehrlich, ne? Sowieso bei meinen weiten Hosen, die ich immer... Ich hoffe, mein Mikrofon hat gar nicht gestört. Bei meinen weiten Hosen, die ich immer eh trage, meinen Hoodies, finde ich die Jacke eigentlich voll okay an mir. Könnte natürlich ein bisschen kleiner sein. Aber ja, das ist quasi die Prada-Jacke, die ich jetzt mir dank Flizzys Support natürlich geholt habe. Ja, ich würde sagen, für den Winter kann man machen, ne? So eine Lederjacke. Habe ich auf jeden Fall Bock gehabt und es war echt ein Piece, wo ich mir echt so gewünscht hätte. Hätte ich aber, ich sage euch ehrlich, ne, egal wie viel Geld ich verdiene und egal was ich mache, ich würde es, glaube ich, niemals so viel Geld bezahlen. Ne? 5000 Euro für eine Lederjacke, die man wahrscheinlich so vielleicht eine Saison trägt und dann ist der Hype wahrscheinlich eh schon so, ihr wisst, was ich meine. Ne? Kommt ein neues Produkt, dann will man schon die nächste Jacke haben und ja, für den Preis, den ich jetzt bezahlt habe, ist okay. Ich bin zufrieden. Ja, Freunde, das war das Latest Pickup. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich, ich sage euch ganz ehrlich, emotionaler Wert. Einfach diese Cartier Deko Brillenständer, die ich von Joël bekommen habe, einfach so, ne, gar nicht annähernd wertvoll wie wahrscheinlich die Brille oder die Jacke, aber für mich einfach dieser emotionale Wert einfach für die Wohnung. Da danke ich dir auf jeden Fall, Joël, nochmal für diesen Support und für dieses Geschenk. So, Freunde, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Pieces haben euch gefallen. Ihr dürft gerne in die Comments reinschreiben, was ihr so gefühlt habt. Ja, haut rein an der Stelle. Wir sehen uns natürlich wieder im Twitch-Livestream, wo auch sonst. Unten alles verlinkt. 21 Uhr immer. Kommt rein. Immer entspannte Fashion Talks. Und übrigens, den Yeezy Knit Boot. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht kaufe ich den im Twitch-Livestream. Haut rein.